Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Mit ein paar Neuigkeiten zu später Stunde, die ich so verteilt über den Tag gehört habe. Ich glaube, so um die drei Sachen, die ich ansprechen will. Als allererstes, und das ist, glaube ich, das Wichtigste: Es gibt jetzt einlösbare Codes. Wir hatten ja, oder zumindest die meisten, weil ich glaube, das ist nur auf Android verfügbar und iPhone, iOS hat das gar nicht. Und zwar im Shop ganz unten kann man bestimmte Codes einlösen. Und in Amerika gibt es das schon länger. Aber in Europa, Deutschland bisher glaube ich noch nicht. Und jetzt zum ersten Mal gibt es einlösbare Codes. Und zwar beim Zentrum Cerny Most in Prag in Tschechien. Da war übrigens auch die Safari-Zone. Wenn man sich da jetzt für ihr Treueprogramm, Premium-Programm anmeldet, kriegst du so einen Code und den kannst du dann im Spiel einlösen. Dann gibt es ein paar Pokebälle, ein paar Superbälle. Ich glaube zwei Rauchen und ein Glücksei. Jetzt nichts allzu Besonderes, aber umsonst. Umsonst nimmt man immer gerne mit. Und natürlich, ein paar Geier, ein paar Gauner lösen ein paar öfters den Code ein, holen sich öfters einen Code und dann lösen sie das öfters ein. Ich werde das Ganze jetzt nicht genau erklären. Vor allem weiß ich nicht mal mehr, ob das überhaupt noch geht, weil es, glaube ich, zeitlich begrenzt oder Stückzahl begrenzt. Und es war heute Mittag und seitdem haben natürlich alle fleißig die Codes eingelöst. Also, ihr könnt es mal probieren. Ich verlinke es euch unten in der Beschreibung. Könnt ihr draufklicken und das mal versuchen. Vielleicht gibt es noch einen Code für euch. Und ich habe hier auch mal eingeblendet, wie ich einen Code eingelöst habe. Auf jeden Fall Shoutout an den Kollegen Tobias, der das Ganze auf Reddit gefunden hat und dann in den Gruppen geteilt hat und auch noch ein paar Codes erstellt hat für die ganze Gruppe. Also danke. Da habe ich mir einen genommen, weil ich habe das Ganze nicht ganz so gecheckt. Alles auf Tschechisch, die ganze Anmeldung, die ganze Seite war mir ein bisschen zu viel Action. Dann Thema Nummer 2. Es kam keine Einladung. Gestern Abend hätten neue Einladungen kommen müssen, weil der Rhythmus ist, der Zyklus ist momentan 2 Tage vor dem nächsten EX-Raid. Samstag ist der nächste EX-Raid. Ich habe mein Viertel vor 5, glaube ich, irgendwo. Würmer Waldplatz in Bogenhausen. Falls jemand vorbeischauen will. Für mein siebtes Mewtwo und hoffentlich mein dritter Hunderter. Spaß, mal schauen. Wenn es so weiterläuft, dann ist eh erstmal mein neunter wieder ein Hunderter. Und ja, gestern kam keiner. Man dachte, die kommt vielleicht später, weil die Raids laufen ja momentan länger. Aber es kam gestern gar keine. Also, Niantic hat das System wieder komplett umgehauen. Mal schauen, wann die nächsten kommen. Mich stört's ehrlich gesagt nicht so, weil die Woche habe ich gar nicht getriggert. Ich habe genau ein Raid bei einer Arena gemacht, wo ich potenziell eine Einladung bekommen hätte. Ansonsten, dieses Wochenende bin ich wieder ein bisschen unterwegs. Da habe ich dann bessere Chancen. Also, passt perfekt für mich, dass gestern keine kam. Aber ich weiß, es gibt immer noch zu viele Leute, die immer noch keine Einladung haben. Und das tut mir echt leid. Und mal schauen, wie Niantic das jetzt macht mit den EX-Raids. Weil das war ein bisschen echt verrückt. Da gab es diese zwei am selben Tag und dann kamen schon wieder welche und jetzt kam gar keine. Und irgendwann muss auch eigentlich schon der nächste EX-Raid-Boss kommen. Also mal schauen, was da in die Richtung alles passieren wird. Aber jetzt kommen wir erstmal zu Thema Nummer 3. Shinies. Obwohl, es gibt eigentlich auch ein viertes Thema, das ist mir gerade noch eingefallen. Auf jeden Fall Thema Nummer 3. Shinies. Erstens, Shiny Bisasclaw wurde jetzt offiziell bestätigt. Also, und zwar allen relativ klar, dass am Sonntag beim Community Day Shiny Bisasam kommt. Weil davor Shiny Dratini und davor Shiny Pikachu. Aber jetzt ist es halt offiziell. Ich blende das hier mal ein. Shiny Bisasclaw. Und dann gibt es natürlich noch die anderen Shinies vom Event. Magpie, Togepi und Issho. Und dann halt die Weiterentwicklung natürlich, wenn man Togepi entwickelt, Togetic. Magpie, Magma. Und ist so wohin genau. Und hier ist zu beachten, Magma und wohin genau kann man auch Shiny fangen. Zumindest habe ich wohin genau gesehen. Bei Magma bin ich mir jetzt gerade nicht 100% sicher. Aber ich glaube Magma auch. Was sehr überraschend ist, weil normalerweise kann man nur die erste Stufe als Shiny bekommen. Wie zum Beispiel Wablu. Okay, den gibt es gar nicht als Weiterentwicklung. Aber sagen wir, zum Beispiel Gagados kann man nicht Shiny fangen. Weiterentwicklung von Stoll Junior. Magnayan. Also die Weiterentwicklung kann man eigentlich nie auch Shiny fangen. Aber jetzt bei Magna und wohin genau, die kann man anscheinend auch Shiny fangen. Und jetzt das letzte Thema. Das ist mir gerade mal spontan eingefallen. Es gibt neue Boxen. Und die Boxen sind ziemlich schlecht. Eigentlich sehr, sehr schlecht. Also die Boxen, die sind echt nicht so saftig. Dementsprechend, ich habe mir jetzt von den letzten und vorletzten immer eine Menge gekauft. Aber diesmal setze ich, glaube ich, aus. Echt null Interesse an den Boxen. Aber schreibt unten rein, was ihr davon haltet. Welche Box gönnt ihr euch, wenn überhaupt?
Oder findet ihr die auch eher leidend, so wie ich? Und das war's von mir. Ein paar Neuigkeiten jetzt noch. Hoffentlich schaut sich das noch jemand an, Freitagabend. Aber wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist das Business.